Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Wir stehen hier wieder in dieser kleinen Höhle. Und mir ist natürlich aufgefallen, beziehungsweise nicht aufgefallen, sondern eingefallen, wir haben ja noch diese eine Fußspur gesehen am Baum. Und da habe ich ja einfach, wie sagt man das, einfach so abgetan. Als ob das eine Fußspur von wie hieß denn nochmal dieses Hasen-Pokémon? Koronospa, genau. Als ob das eine Spur von ihm halt ist und bin dem gar nicht weitergegangen. Hier. Gucken wir uns das mal an. Oh, was sind die denn hier? Das Beste ist das hier. Prozent der Anhaltspunkte zum Eisencamp. Ach, okay, ich weiß schon, um welches Pokémon es sich hier handelt. Na klar, suchen wir das. Und sonst nichts Gutes zu tun. Wir müssen jetzt eigentlich quasi Fußspuren suchen, ne? Wir haben sonst nichts zu tun. Naja, und dann noch dieses riesige Dynamax-Loch-Pokémon finden. Aber keiner weiß, wo das ist. Aber das ist auf jeden Fall schon mal wieder Fußspuren. Okay, das war jetzt alles nur für eine Wiese. Diese Fußspuren, die sind auch grün. Das sind alles keine Fußspuren. Warum sollten hier auch Fußspuren sein, ne? Also wir fahren jetzt quasi stumpf die ganze Zeit hier durch die Gegend und suchen diese Fußabdrücke. Das kann ja heiter werden. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich vom Vorteil, weil wir ja eigentlich auch noch dieses riesige Pokémon suchen müssen, was hier eigentlich hier irgendwo rumrennt. Und sie ja. Kraft brauche ich eh nicht suchen, da wird es eh nicht sein. Ich
Bis jetzt waren die ganzen Spuren auch irgendwie nicht in der Mitte des Weges, sondern immer nur so am Rand. Wiesen-Pokémon, klingt schon so komisch. Einen Luxusapfel. Also ich mich frage, ob es jetzt immer noch möglich wäre, die andere Karotte zu sammeln. Also ich finde, so kann man ein Spiel auch irgendwie künstlich in die Länge ziehen oder sowas. Überall nur Fußspuren hinsetzen, die irgendwie 2% das Ganze erhöhen. Scheunenmütze. Hier geht es ja jetzt wieder. Hier ist relativ viel. Okay, und hier guckt, alles voll. Weil sonst wieder hier nichts. Okay, die Hälfte haben wir schon mal von dem einen. Ab und wieder rein. So, mal gucken, ob wir irgendwo noch welche finden.
Ich würde erstmal denken, würde Sinn machen, wenn wir alle zusammen sammeln und dann einfach alles auf einmal abgeben, ne? Aber die sind ja echt nicht alle wirklich beisammen. Die sind doch niedlich im Wasser.
Helikant. Was ist das? Wo steht hier so ein Kochtopf rum? Das irgendeine Bedeutung hat? Oh, ein Dratini. Was mich jetzt als Frage ist, ob wir diese Pokémon, die wir jetzt suchen, auch schon unseren Weg laufen können. Ein Stolos. Logisch ist ja, dass man ein Felsenhöhlen-Pokémon in einer Felsenhöhle mehr Spuren von ihm findet. Ach, dieses Pokémon, ey. Haften wir doch. Haben wir das schon? Ernsthaft. Ich wollte schon sagen, ein Hyperball und die können es, kommt dazu raus. Wir müssen noch drei Spuren von dem finden. Und wieder so ein Pokémon, ey. Von oben oder von unten kommen. Oh, jetzt müssen wir nur noch das eine finden.
Das Eisenkern-Pokémon. Das ist eigentlich nur die Frage, wo wir diese Spuren von ihm gefunden haben. So bläulich. Das ist irgendwie gruselig, auch wenn das Ding in der freien Schuhe rumrennt. Hier sind welche, also. Sind wir schon mal auf dem richtigen Weg? Nicht sehr beeindruckend. Irgendwas muss man auch mit diesen Socken machen können. Ist hier nochmal irgendwie auch so ein Wüstengebiet? Irgendwie scheint es in dieser Höhle zu sein. So. Ach, sieht, das dauert ja nicht mehr lange. Ich
So, zwei noch. Ich bin gespannt. Okay, aber diese drei werden wir erst in der nächsten Folge angehen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, Daumen lassen, Abo lassen und schaltet in die nächste Folge ein. Bis dann!